Hallihallo, wer sich fragt, was treibt dein Kerl die ganze Zeit? Mache überhaupt keine Videos mehr. Ich bin hier gerade so am Basteln. Ich probiere gerade. Ich habe ja diesen Monitor mir gekauft, diesen touchscreenfähigen Monitor. Und jetzt kam ich auf die Fantasie. Ne? Ich hatte ja mal so Testmuster gekriegt von Ameri und Joyit. Könnte ich denn diese Android-Geräte, die eigentlich dafür gedacht sind, an den Fernseher anzuschließen, jetzt mal an meinen Touchscreen-Monitor einfach so anschließen und schon geht Touch, ne? Nö, das kommt drauf an. Also erstens muss ich vorbereitend sagen, die Testmuster sind schon ein bisschen älter und da sind schon ältere Kernel drauf. Es kann also sein, dass mir das entsprechende Kernel-Modul fehlt für speziell diesen Monitor, den HD 231. Um das zu vergleichen, habe ich mir original von Hans G, also vom Hersteller des Monitors, des Touchscreen-Monitors, auch nochmal ein Gerätchen bestellt, also selber mal, um zu gucken, ob das damit zusammenspielt. Laut Aussage auf Amazon geht das. Ja, gut, sehen wir dann. Was habe ich gemacht? Also bisher geht hier alles auch mit dem Gerätchen bis auf Touch, ne? Ist also nicht unbedingt so, dass ein angeschlossener Touchscreen, der mit seinem USB-Kabel hier kommt, ne, das wäre der quasi der Ersatz für die Maus. Ne, also der vom Monitor kommt dieses Kabel USB und sollte eigentlich out of the box dann so wirken wie eine Maus. Tut sie in dem Fall aber nicht. Kann am älteren Kernel liegen, weiß ich nicht. Ich habe den Hersteller mal angeschrieben. Ich teste dann mal mit dem Hans-G Originalgerät, das im Prinzip nichts anderes macht. Es sollte eigentlich theoretisch gehen. Ne? Vielleicht muss man das Gerätchen vom Ameri nur booten, also routen und dann ein anderes Kernel drauf. Weiß ich nicht. Ich habe den Hersteller mal angeschrieben. Schauen wir mal. Das mache ich hier gerade im Moment. Also wie gesagt, wenn man ganz normal Maustastatur nimmt, dann geht das natürlich genauso wie beim Fernseher. Ja, guck, da war ich gerade zu sehen. Rovio, ne? Enkelbett, wunderbar. Möchte ich natürlich dann, weil Touchscreen-Monitor auf Touchscreen da auch mal rumtatschen. Ja. Wäre vielleicht nichts Verkehrtes. Ne? Das war jetzt so, was mich so interessiert hätte. Ne? Also hier mit Maus spielen ist überhaupt kein Ding. Ja? Aber ich wollte ja mal ein bisschen auf dem Monitor so rumfingern jetzt. Ne? Also einfach nur ohne PC, nur mit dieser kleinen Box da dran gesteckt. Und da habe ich naiv gedacht, das geht dann sofort, ne? Weil es ja so wirkt wie eine Maus ist. Aber hier in dem Fall zumindest unter meiner Konstellation nicht so. Also ich melde mich wieder, sobald ich dann ein entsprechendes Gerätchen habe. Alles andere geht hier wunderbar. Auch Lautstärke. Ich habe jetzt mal eine ganz stinknormale Tastatur dran angeschlossen. Kann man auch eine kabellose Tastatur Lautstärke einstellen. Kann man alles mit der Tastatur. Geht alles wunderbar. Aber wie gesagt, der Touch wollte nicht out of the box. Und das werde ich dann nachreichen mit dem, ja, mit dem baugleichen Gerät oder mehr oder weniger ähnlichen Gerät. Die sind ja alle mit Android bestückt. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht mit Touch von Hans G.